Und Schwesterherz, willst du mich nicht begrüßen? Sabrina, was machst du hier? Sie kam, um sich im Rahmen ihrer Behandlung zu entschuldigen. Mom, wieso tauchst du hier auf, ohne erst anzurufen? Und woher wusstet ihr, wo ich war? Rodrigo, hast du etwas damit zu tun? Hast du es ihnen erzählt? Was soll das? Was verheimlichst du vor mir? Habe ich das gemacht? Habe ich nicht gemacht. Deswegen schweigst du. Das war ich, Linda. Nach dem Debakel mit Miguel wollte ich mit Linda Kontakt halten. Rodrigo hielt mich netterweise am Laufenden und hat's mir gesagt. Ich weiß, dass deine Absichten gut waren, Rodrigo. Ich vergebe dir, aber Heimlichtuerei ist nie der richtige Weg. Danke, Linda. Es tut mir wirklich leid. Was dich angeht, Mutter, hältst du den Ort für ein Wiedersehen mit Sabrina für passend? Ha? Sie herzubringen war die Idee ihres Therapeuten. Deine Schwester muss mit der Geschichte abschließen und du auch. Was ist los, Linda? Wirst du mir keine Chance geben, oder was? Ich weiß, es ist schwer für dich, mit mir zu reden. Aber es tut mir wirklich leid für alles, was ich getan habe. Ich schätze deine Mühe, aber das ist einfach zu viel. Die Ärzte haben mir geholfen zu verstehen, wie krank ich war. Ich habe eine Therapie und Medikamente und tue, was ich kann. Aber um ein neues Leben zu leben, müssen wir Frieden schließen. Du brauchst Zeit. Du verzeihst, Sabrina. Ich würde sagen, wie würdet ihr euch entscheiden? Schreibt doch mal eine Kommentare. Ich würde eher sagen, ich brauche noch Zeit. Ich möchte dir vertrauen, aber ich fühle mich noch nicht bereit. Ich muss nachdenken und sehen, ob du dich verändert hast oder nicht. Ich werde es dir beweisen. Das hoffe ich. Du hast mich benutzt, um deine Töchter zu versöhnen. Und obendrein, ohne es Linda zu sagen. Okay, ich habe dich benutzt. Hör auf mit der Moralpredigt. Ich hatte gute Absichten und wollte, dass Linda und Sabrina den... Was? Das war noch nicht alles? Wen sollten sie noch treffen? Jemand anderen, aber das geht dich nichts an. Oh nein, kommt der Pirat wieder? Kommt der Pirat wieder, der Vater von Linda? Wie heißt er noch gleich? José. Also wenn der wiederkommt, dann ist aber echt krass. Hier bin ich, wie ausgemacht. Sag mir, was du zu sagen hast. Erstens, hör auf mit deinen Rockstar-Allüren. Muss ich jetzt ein Protokoll folgen, um mit dir zu reden? Du hast kein Recht, arrogant zu sein. Du hast mir alles genommen. Alles. Ich habe dir gar nichts genommen. Du hast das Leben meiner Frau ruiniert und sie gelähmt. Jetzt ruinierst du es wieder, indem sie sich in dich verliebt. Ich ruiniere keinem das Leben. Cynthia hat mich gewählt. Und Joao,
Hat er dich gewählt oder willst du ihn nur stehlen? Ich will mich nicht in eure Vater-Sohn-Beziehung einmischen. Zu spät, das hast du schon getan. Ich will, dass du dich von Joao fernhältst. Hast du mich gehört oder verstanden? Ich werde mich nicht von ihm fernhalten. Cynthia wird entscheiden. Na, wieso soll sie das entscheiden? Ich muss auch mal gerade sein und mein Mann stehen und einfach mal sagen, hier als Maul, ey. Sicher nicht. Joao ist der Sohn der Frau, die ich liebe. Ich werde natürlich alles tun, um sein Herz zu gewinnen. Wie rührend. Ehrlich, bravo. Du hast sie gestohlen und hast jetzt eine glückliche Familie. Denk dir, was du willst. Und was dann? Was machst du bei deinen nächsten Schaffenskrisen? Wir wissen schon, was du tun wirst. Worauf spielst du an? Dass du dich nie von deinen Problemen erholen wirst. Wir wissen beide, dass Cynthia etwas Besseres verdient hat oder verdient als dich. Du wirst nie aufhören, ein verdammter Alkoholiker zu sein. Jo, das hätte ich ja auch gemacht. Tut mir leid, da bin ich voll auf Pauls Seite, leider. Heute strahlst du richtig. Das ist gut fürs Video. Danke, Lindes Anwesenheit hat mir sehr geholfen. Ja, sehr. Natürlich, danke an Linda. Wo ist sie überhaupt? Ich gehe mich vorbereiten. Ich wusste, dass Linda es wieder schafft. Changadas Engel schützt uns, auch wenn sie nicht mehr singt. Denkst du nicht, dass du sie ein wenig idealisiert siehst? Wieso sagst du das? Linda ist ein Engel. Linda ist perfekt. Linda hat uns gerettet. Ist da wer eifersüchtig? Du weißt, ich habe nur Augen für dich. Stimmst du jetzt zu, mit mir aufs Mietboot zu gehen? Ja? Mietboot auch noch. Du und dein Boot. Okay, ich habe keine Ausreden mehr. Wir werden eine großartige Zeit haben. Joao ist verrückt nach diesem Dinosaurier. Er lässt ihn nicht eine Minute aus den Augen. Ich bin froh, dass ich Joao eine Freude machen konnte. Ich hätte dich gerne eingeladen, aber die Lage ist kompliziert. Das Haus steht immer noch auf dem Spiel. Die Anwälte kämpfen darum. Erst wenn ich weiß, ob ich es behalte, können wir zusammenleben. Ich hoffe, dass alles gut geht. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich kann in einem anderen Leben auf dich warten, falls nötig. Tut mir leid für die Unterbrechung. Paul, ich muss dich verhaften. Komm bitte mit. Was hat der jetzt schon wieder gemacht? Das war doch bestimmt Milton wieder, oder? Was soll das, Ronaldo? Wieso? Er wurde wegen Gewalt angezeigt. Er hat Milton geschlagen. Was? Auf Bewährung kann man sich das nicht leisten. Du wusstest, bei einem Delikt gehst du zurück ins Gefängnis. Ja, das wusste ich. Jetzt musst du dein gesamtes Strafausmaß in Einzelhaft absitzen.
Dann ist es wahr, Paul? Was hast du gemacht? Vergib mir, ich ließ mich von meiner schlimmsten Seite mitreißen. Wir müssen gehen, Paul. Nein, Paul. Was wird das denn jetzt? Ich kann die Sache mit meiner Mutter immer noch nicht glauben. Die Wiedervereinigung hängt nicht nur mit Sabrina zusammen. Was? Um wen geht es sonst? Ich will keine Überraschung mehr. Wieso machst du so ein Gesicht, Linda? Nicht nur du bist mir hierher verfolgt. Luciana und der Job auch. Und jetzt meine Mutter und meine Schwester. Ich würde gern Urlaub vom Urlaub nehmen. Das kann ich dir nicht anbieten, aber eine Bootsfahrt schon. Wir drei? Wir vier. Na, Rodrigo, was macht ihr hier? Inna und Rodrigo sagen, dass sie ein bisschen gestresst sind. Also habe ich sie eingeladen, mit uns zu segeln. Was denkst du? Das ist sehr nett von dir, uns einzuladen. Eine Bootsfahrt ist nicht genau das, was wir vorhatten, aber man kommt weg. Das will ich nämlich gerade. Ein spontanes Leben ist ein schönes Leben. Gehen wir. Stellt euch darauf ein, Kapitän Freier in Aktion zu sehen. Ich kann segeln. Als Jugendlicher habe ich einen Kurs gemacht. Oh nein, ich streite mit dir. Du bist noch jung. Das Ruder gehört dir, Rodrigo. Was? Okay. Ich kümmere mich darum. Gib mir ein paar Minuten. Was passiert? Es gibt Probleme im Club. Es kam ein dringender Anruf aus Rio. Die können bestimmt warten. Natürlich nicht. Ich gehe ins Hotel, um das zu lösen. Fahrt aber trödelt nicht. Ich brauche dich an Land, Bruno. Das ist doch ein Zufall, oder? Dass die drei jetzt da fahren? Willst du die Fahrt verschieben, Bruno? Natürlich nicht. Die Probleme müssen warten. Nicht die Abenteuer. Los, Leute, an Bord! Endlich, ich wollte dich so sehr sehen. Ich wusste es. Und ich dich, meine Liebe. Danke, dass du mir meine Tochter gebracht hast. Jetzt musst du nur noch mit ihr reden. Wann wird das sein? Nicht schlecht für einen Arzt, nicht wahr? Ich sagte doch, dass ich das gelernt habe. Diese Wolken gefallen mir gar nicht. Kehren wir nicht lieber um. Du hast recht, Linda. Der Wind ist sehr stark geworden. Lass mich steuern, Rodrigo. Ich bringe uns hier raus. Nicht notwendig. Das schaffe ich schon. Sei nicht überheblich, Rodrigo. Lass Bruno das machen. Ich sagte schon, ich kümmere mich darum. Du riskierst aus einer Laune heraus unser Leben. Du kannst nicht mal eine Sekunde auf das Rampenlicht verzichten. Vorsicht, Welle! Wie das denn? Und das Boot lebt noch.
Ja, jetzt sind sie gestrandet auf einer einsamen Insel. Und jetzt spielen sie Castaway. Also wie hieß die Rolle noch? Der Film noch mit Tom Hanks. Ich glaube Castaway, oder? Auf einer einsamen Insel. Naja, ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Linda Wars Interaktiven Story. Ich bin damit raus. Haut rein. Bis denne. Und ciao.